Hallöchen Leute und willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Realm Clash. Ihr seht gerade, wir haben hier totales Chaos. Wir haben einfach mal einen Spielerturm gebaut. So, oh Gott. Oh, jetzt schleppe ich alle mit mir mit. Ja, dann kommt gerne mit, könnt ihr alle... Ach, genau, da fällt mir gerade ein, weil ich es gerade bei den anderen auch sehe. Wir machen einmal den hier, zack. So, damit die nämlich wissen, dass wir gerade aufnehmen. Ja Leute, willkommen zurück zu Minecraft Realm Clash. Es ist gerade mal die zweite Folge und ich denke, ihr seht es schon. Ey, es hat sich einfach schon wieder zu schnell alles hier entwickelt. Man kommt gar nicht hinterher. Vor allem nicht, wenn man der Projektleiter ist, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. So, heute wollte ich direkt schon mal einen Rundgang machen, weil es sich einfach schon anbietet, was sich hier so getan hat. Denn es sind so viele Leute jetzt auch in den ersten paar Tagen schon dazugekommen. Es ist einfach krass, hier ist wirklich enorm viel los gerade. Und ich wollte euch da einfach auf den aktuellsten Stand bringen. Die beiden Kollegen hier auf meiner Schulter... Die können gerne mitkommen. Ihr seht auch, der eine da hat so einen dicken Kopf. Wir haben nämlich zum Beispiel auch neue Befehle. Wir können jetzt zum Beispiel Pfeifert hier eingeben und dann bekommen wir einen riesigen Kopf. Ja, ist das nicht das geilste Feature der Welt? Auf jeden Fall. So, können wir nochmal eingeben, dann ist wieder normal. Nein, nee, genau. Kennt schon die eigenen Befehle hier nicht mehr. So, dann ist normal. Ja, dann wo fangen wir am besten an? Zuerst einmal gibt es jetzt hier tägliche Belohnungen bei dem Herrn. Die habe ich mir schon... gesnackt. Die kann man da alle 24 Stunden abholen. Da gibt es dann immer ein bisschen Gold als Belohnung. Und wenn man zum Beispiel eine Login-Streak gestartet, das heißt, wenn man jeden Tag die Belohnung abholt, dann bekommt man jedes Mal ein bisschen mehr. Als Zusatzbonus sozusagen. Dann haben wir hier einen neuen Händler, bei dem kann man jetzt auch neue Items verkaufen. Das ist ja ganz wichtig, bei diesen Händlern wird man niemals Items kaufen können, sondern nur verkaufen, damit der Survival-Aspekt halt nicht verloren geht. Und hier seht ihr dann schon, gibt es halt jetzt neue Optionen, um ein bisschen etwas von dieser Ingame-Währung zu verdienen. Easy Gamer Hilfe. Hä? Oh Gott, was hat denn er gemacht? Alter, was macht denn er? Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Ach, er nimmt sogar auch auf. Seht ihr, das ist so geil, Leute, einfach zu sehen. Ich kann ja hier mal die Tablets, damit ihr seht, wie viele Leute gerade am Start sind. Es sind sehr viele neue dazugekommen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man neue Leute dazu holt. Deswegen gilt auch nach wie vor... Für alle von euch, ihr dürft euch natürlich sehr gerne bewerben, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann hier mitspielen. Das haben schon viele Leute gemacht und es sind auch schon viele reingekommen. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und ihr seht ja hier drumherum, wir gehen jetzt aber erstmal eins nach dem anderen ab. Erstmal hier bei der Kosmetikhändlerin oder halt bei der, wo man sich die Kosmetiks hier holen kann. Da gibt es jetzt ein neues Cape. Und zwar das Pepeka Cape. Und damit gibt es auch direkt eine neue Funktion, wie man jetzt an ein Kosmetik kommt. Bei den anderen ist es ja bisher immer so hier... dass man sich die halt kaufen musste, beziehungsweise letztes Mal gab es nicht mal die Hüte. Stimmt, jetzt gibt es auch hier Hüte übrigens. So, die kann man sich alle kaufen. Jetzt gibt es allerdings zum Beispiel noch eine neue Funktion hier bei den Umhängen. Das Realm Clash Cape ist natürlich jetzt ausverkauft, das war ja nur exklusiv zum Starttag vorhanden. Und zwar gibt es jetzt hier zum Beispiel das Pepega Cape. Da gibt es jetzt dieses Questbuch. Wenn ich jetzt da mal drauf drücke, seht ihr, dass ich unten... ja, gesagt bekomme, dass ich erstmal die Aufgaben erfüllen soll. Und in dem Fall ist die Aufgabe, 50 Frösche zu töten. Das wird auch immer aktiv getrackt. Und wenn man das macht, dann schaltet man dieses Cape frei. Das heißt, dieses Cape muss man nicht kaufen, sondern dafür muss man tatsächlich die erste Art Quest abschließen und kann sich das dann eben später ausrüsten. Das werden wir auf jeden Fall mit Sicherheit irgendwann machen. Und genau. So, jetzt muss ich erstmal hier raus. Ich habe schon wieder ein Gebiet geclaimt. Ich habe gar nichts gemacht. Ach so, das. Oh ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Naja, offiziell geclaimt habe ich es noch nicht. Stabil, der hat sich direkt den Farmerhut gegönnt. Können wir eigentlich auch machen. Wisst ihr was, wir machen das einfach. Come on. Da kann ich es euch direkt mal zeigen hier. Was auch cool ist, wenn ich jetzt zum Beispiel den Eisenhelm aufhabe und das dann kaufen möchte, funktioniert das nicht. Weil diese Cosmetics replacen halt diese... Rüstungsslots und damit man nicht versehentlich seinen ultra-OP-verzauberten Helm damit verliert, muss man erstmal seinen Helm abziehen. So, jetzt haben wir den Hut gekauft und jetzt haben wir hier unseren chilligen Farmerhut. Wir sehen zwar nichts mehr, ich meine, meine Augen sind sowieso an der Seite bei dem Skin, aber hat auf jeden Fall was. Sieht schon geil aus, oder? So, auf jeden Fall können wir natürlich auch theoretisch den Helm einfach wieder ausziehen. Dafür klicken wir einfach hier drauf und dann haben wir den wieder ausgezogen. Aber weil wir jetzt so stylisch damit aussehen und weil es gerade regnet, auch wenn das keinen Sinn macht mit einem Strohhut, ziehen wir genau den Helm mal an. So, genau, dann gehen wir mal weiter. Am besten fangen wir mal hier mit dem Grundstück an. Direkt vom Spawn aus läuft man auf das Grundstück von dem Sir Pinguin. Wir werden die Leute vielleicht auch noch einzeln
dann ein bisschen interviewen. Wir schauen uns das jetzt nicht im Detail an, wir gehen einfach mal so ein bisschen grob durch. Er macht wieder hier den Farmer für uns. Das hat er ja in der zweiten Staffel auch schon gemacht. Finde ich richtig geil. Alter, das ist auch schon wieder neu. Okay, interessant. Auf jeden Fall seht ihr schon, er macht hier so einen auf Farmer. Und da kann man sich dann halt immer sehr gut selbst versorgen. Gut, in dem Fall, ich glaube, jetzt hat das so gemacht, dass er hier schon ein Business draus macht. Ja, so ist das halt. Aber sehr, sehr geil. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir direkt mal hier in dieses Ding hier. Das ist tatsächlich mein Grundstück. Ich weiß, es sieht noch schrecklich aus. Man kann sich noch nichts drunter vorstellen. Aber ich habe vor, dieses Mal ein Schloss zu bauen oder eine Art Burg. Das hatte ich damals an der allerersten Staffel auch vorgehabt, hab's aber leider nie fertiggestellt. Auf jeden Fall fängt hier mein Grundstück an, beziehungsweise war das mal von anderen Leuten geclaimed, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass ich mich hier auch niederlassen darf. Wie gesagt, ich habe vor, hier so eine Art Schloss oder Burg halt zu bauen. Ich benutze immer die Grundsteine, weil ich aktuell noch keine Ressourcen habe, um das richtig schön zu bauen. Benutze ich aktuell einfach Cobblestone, um das halt so um das einfach zu skizzieren. Das hilft mir einfach, zum Beispiel auch hier mit den Brücken, seht ihr schon, habe ich wieder angefangen. Da benutze ich einfach so Blöcke, die man eh en masse hat oder die jetzt halt ja nicht so wertvoll sind. Die benutze ich dann einfach zum Skizzieren und das kann ich mal hier hinten zeigen. Da seht ihr nämlich auch eine Brücke, habe ich noch eine Brücke gebaut. Ich bin gerade aktuell total im Brückenwahn. Dann fange ich nämlich an, das Ganze hier auszutauschen mit anderen Baublöcken und dann sieht das Ganze auch schon deutlich schöner aus. Das ist alles hier wirklich noch so der Trockenbau, kann man sagen, aber es kommt so langsam was zustande, denn hier hat sich schon so ein wirklich richtig gemütliches Hafengebiet gebildet. Das fing alles hier mit dem Steg an vom Spawn und die Leute fangen hier schon an, so einen richtigen Hafen zu bauen. Da seht ihr auch schon den Nubi, bei ihm schauen wir auch gleich vorbei, der ist ja auch schon komplett am Eskalieren, ihr seht es ja. Genau, ist praktisch dann auch mein direkter Nachbar und dann habe ich hier halt praktisch so eine Verbindung in Form einer Brücke über diesen Fluss gebaut. Denn wenn man hier etwas weiter runter geht, kommen wir hinten in Richtung Firework Town. Hier bauen unglaublich viele Leute zusammen, beziehungsweise die Leute haben alle hier irgendwie so zusammen ihre Basis und die fangen hier halt auch an, so eine Art Hafen zu bauen. Hier ist halt so diese Mündung von dem Fluss oder halt so eine Art kleine Bucht. Und hier sind auf jeden Fall, glaube ich, mit Abstand die meisten Leute auf einem Punkt irgendwie konzentriert. So, und wenn man dann, oh Gott, genau, hier wieder die Monster, ist ja leider ganz schlimm. Wenn man dann hier wieder hochgeht, dann geht es auch wieder zu mir. Ich habe auch hier hinten schon ein bisschen angefangen, so eine kleine Verbindung zu bauen mit so einer Treppe. Ich werde auch noch ein paar mehr Aufgänge wahrscheinlich machen. Auf jeden Fall ist so der Plan, dass man halt hier hochgeht. Ich habe halt auch noch nie vorher eine Burg gebaut und vor allem nicht fertig gebaut. Deswegen wird das Ganze sehr interessant. Ich mache das alles immer sehr spontan hier. Habe da nicht wirklich jetzt irgendwie einen fertigen Bauplan im Kopf. Das hier soll so mehr oder weniger dann der Haupteingang werden. Und das hier wäre dann schon drin. Aktuell regnet es halt hier noch rein, offensichtlich. Aber das wird dann irgendwann mal zugebaut. Ich werde jetzt auch die nächsten Tage hoffentlich anfangen zu streamen. Habe ich ja auch vorgehabt. Weil das einfach halt sich vor allem dann anbietet, wenn sich halt alles so schnell hier verändert. Genau, hier habe ich noch ein paar Schafe eingesperrt. Hühner habe ich auch. Denn man kann auch Eier jetzt bei den Händlern verkaufen. Da kann man dann immer ein bisschen Geld mitmachen. Mein eigenes kleines Feld hier mit den Karotten darf natürlich auch nicht fehlen. So, dann geht's hier so rein. Hier habe ich mir gedacht, werde ich meinen Thronsaal reinbauen. Ich bin ja hier der König, mehr oder weniger. Da brauche ich natürlich auch einen gescheiten Thron. Und hier würde man dann halt so reinkommen. Ihr seht ja auch schon, habe ich so ein bisschen die Säulen angedeutet. Und dann würde es hier so Richtung Thron gehen. Hier möchte ich mir ein Panoramafenster reinbauen, um hier schönen Blick auf den Spawn zu haben. Und halt eben auf die umliegenden Grundstücke. Das ist so der Plan. Ja, ich habe hier schon ein paar Kupferblöcke auch platziert, weil ich damit wahrscheinlich die Dächer bauen möchte. Müssen natürlich oxidieren, weil ich möchte das gerne mit diesem grünen Kupfer bauen. Ah, dass es jetzt regnet, ist wirklich ungünstig. Kombiniert mit der Nacht. So, dann eben erst ganz frisch hinzugefügt, ein neues Update. Hier seht ihr schon, haben wir einen neuen Crafting Table und zwar einen Handwerkstisch. Da können wir im Grunde jetzt alle neuen Custom-Blöcke und Items craften. Ich dachte mir einfach, dass es am übersichtlichsten ist, wenn man das alles hier halt separat in so einem Crafting Table macht, anstatt alles in die Werkbank packt. So sieht man dann halt auch direkt hier, was man alles craften kann. Da haben wir jetzt hier diese ganzen Gerüstblöcke und Treppen. Wir können jetzt hier Fässer craften. Die Kuchen, die sind ja aus der zweiten Staffel schon. Oder auch hier solche Erdhaufen, kann ich auch mal zeigen. Sehr, sehr geil. Da kann man jetzt richtig detailliert mitbauen. Da werden auch noch weitere Blöcke hinzukommen, also weitere Blockarten. Wir können das jetzt praktisch wie diese Schneehaufen einfach so ineinander schichten. Wenn man das abbaut, bekommt man das natürlich auch wieder.
zack, oder wird das halt hier zu einem ganzen Block, kann man halt richtig viele Details jetzt mit darstellen. Sehr, sehr coole Sache. Sehr, sehr nice. Genau, hier meine Sachen kann ich dir mal zeigen. Ich habe halt noch nicht wirklich Erze gefarmt. Zwei Dias habe ich in der Höhle gefunden. Die Spitzhacke und das Schwert habe ich geschenkt bekommen. Und ja, das wäre wahrscheinlich so das Nächste, was ich dann noch angehen werde, bessere Tools zu farmen, damit ich auch endlich mal richtige Baublöcke mir erfarmen kann, um das Ding hier weiterzubauen. Auf jeden Fall, hier hinten baut der Nubi, der eskaliert auch total. Finde ich schon richtig geil, was er gebaut hat. Es ist einfach geil, wie er das hier mit dem Hafen kombiniert. Und vor allem, dass er mein Nachbar ist. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, bei ihm tut sich gefühlt jeden Tag was. Also, er macht wirklich richtig krassen Progress hier. Ich hoffe mal, es ist auch okay, dass wir das hier zeigen. Nicht, dass die Leute das nachher nicht wollen. Aber ich denke, dass das kein Problem ist. Ich weiß auch noch... Genau, warte mal, der wollte, glaube ich, seine Bank wieder... guck mal hier, da hat er schon die neuen Baublöcke verwendet. Sehr, sehr cool. Genau, hier baut er seine Bank, wollte er in der zweiten Staffel auch machen. Ich weiß gar nicht, ob er es je fertiggestellt hat. Ich glaube nicht, aber ich bin mal gespannt, ob er es dieses Mal schafft. Ein Banksystem wird auf jeden Fall interessant. Wahrscheinlich hat er das deswegen hier schon so angefangen zu bauen, weil das halt sehr viel Redstone natürlich braucht, ne? Ja, wird auf jeden Fall interessant zu sehen, was daraus wird. Also hier tut sich halt einfach jeden Tag was. Man kann im Endeffekt jeden Tag joinen und alles sieht irgendwie wieder komplett anders aus. Und vor allem, es kommen halt jetzt, wie gesagt, auch ständig neue Leute dazu. Wir haben jetzt seit Release mit Sicherheit wieder 8 oder fast 10 Leute dazu geholt. Also ist schon echt ziemlich, ziemlich krass, wie das hier gerade abgeht. Und ja, ich wollte euch hier so ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen, damit ihr da auch noch alles so gut es geht mitbekommt. Und dann denke ich mal, werden wir jetzt schon das nächste Mal auch live streamen. Da könnt ihr gerne einschalten, werde ich im Community-Tab auf dem Kanal einfach ankündigen. Und dann könnt ihr da gerne auch zuschauen. Und hier sage ich es auch nochmal, ihr könnt euch natürlich auch selber bewerben, falls ihr mitspielen wollt. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt erstmal in der Dunkelheit und im Regen. Und dann sehe ich vielleicht auch schon den einen oder anderen von euch demnächst hier in diesem Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.